Hallo, ich bin Stella von Stellas Yarn Universe. In diesem Video zeige ich dir, wie du Haare an deiner Häkelpuppe befestigst. Ich häkel gerade Farina, die kleine Fee. Und den Kopf habe ich jetzt fertig. Ich habe schon die Ohren gehäkelt und die Augen befestigt. Und jetzt bin ich soweit, die Haare zu befestigen. Und das mache ich, bevor ich den Kopf mit Füllwatte fülle, damit die Watte nicht rauskommt, wenn ich die Haare befestige. Ich arbeite mit meinem eigenen Muster, deshalb weiß ich schon, dass ich 70 Fäden für die Haare brauche. Und ich möchte ihre Haare ca. 10 bis 12 cm lang haben. Deshalb habe ich mir 25 cm lange Fäden zugeschnitten, weil jeder Faden zwei Haare bildet. Ich fange hier in der Mitte an, am Haaransatz. Und zwar steche ich jetzt mit meiner Häkelnadel unter dieser Masche ein, von außen nach innen, sodass die Nadel zur Mitte des Kopfes zeigt. Jetzt nehme ich mir den ersten Faden und finde die Mitte davon. Den ziehe ich jetzt nämlich an der Mitte unter dieser Masche durch. Also ich ziehe den Faden unter der Masche durch nach außen, sodass wir da jetzt eine Schlaufe haben. Und jetzt ziehe ich die beiden Enden durch die Schlaufe und ziehe sie fest. Und das ist unser erstes Paar Haare. Und so mache ich jetzt weiter mit dem Haaransatz. Man muss nur dabei beachten, da die äußere Runde natürlich mehr Maschen und somit mehr Lücken hat als die innere, muss man manchmal durch dieselbe Lücke stechen. Also steche ich jetzt hier unter der nächsten Masche durch, aber meine Nadel kommt aus derselben Lücke raus. Und jetzt nehme ich mir den nächsten Faden, finde die Mitte, ziehe den Faden durch, sodass sich eine Schlaufe bildet und jetzt ziehe ich beide Enden durch die Schlaufe und ziehe sie fest. Das nächste Paar Haare muss ich keine Lücke teilen, also steche ich hier unter der nächsten Masche durch, sodass meine Nadel hier rauskommt. Und jetzt nochmal. Ich nehme mir den nächsten Faden und ziehe ihn unter der Masche durch an der Mitte und ziehe dann beide Enden durch die Schlaufe, die sich dadurch gebildet hat. Und ziehe die Enden fest. Jetzt komme ich immer dichter ans Ohr ran und deshalb befestige ich jetzt das nächste Paar Haare ein bisschen weiter unten. Aber nach wie vor steche ich von außen nach innen und befestige das nächste Paar Haare. Und das nächste Paar Haare befestige ich jetzt wieder ein bisschen weiter unten, sodass eine Diagonale entsteht. Der vordere Haaransatz ist jetzt fertig und nun arbeite ich mich nach hinten vor in Richtung Nacken. Und jetzt steche ich von unten nach oben und ziehe den Faden nach unten hindurch. Also immer zur Mitte des Kopfes hinstechen. Und so mache ich weiter, bis der Haaransatz rundherum fertig ist. In welcher Art und Weise man die Haare befestigt, hängt davon ab, welche Frisur sie am Ende haben soll.
weil ich ihr gern einen Pferdeschwanz verpassen möchte, befestige ich die Haare in Runden. Aber du könntest auch Reihe für Reihe dich von vorne nach hinten zum Nacken vorarbeiten, wenn du lieber möchtest, dass sie offene Haare hat. Meine erste Runde Haare ist jetzt fertig, aber ich werde auf jeden Fall noch eine zweite Runde dahinter befestigen müssen, damit sie eine schöne volle Frisur bekommt. Also falls du ihr keinen Pferdeschwanz verpassen möchtest, sondern lieber eine andere Frisur, dann könntest du jetzt den Rest des Kopfes mit Haaren versehen. Und zwar könntest du die Haare jetzt Reihe für Reihe befestigen, von oben nach unten hin zum Nacken. Der Grund, aus dem ich nur zwei Runden Haare befestige, ist, dass ich dieselbe Wolle für die Haare benutze, mit der ich die Puppe häkel. Also werden die Haare ziemlich dick und mehr als zwei Runden würden einfach zu voluminös sein. Aber vielleicht ist das ja gerade, was du möchtest. Wenn du ihr gerne so eine richtig schöne Löwenmähne verpassen willst, dann würde ich ruhig empfehlen, den ganzen Kopf mit Haaren zu versehen. Aber falls du das nicht möchtest, kannst du einfach weniger Haare befestigen oder alternativ feinere Wolle für die Haare benutzen. Jetzt befestige ich die zweite Runde Haare und die kommt genau hinter die erste Runde. Also steche ich jetzt mit meiner Nadel genau da ein, wo die Haare der äußeren Runde rausgekommen sind und steche durch zur nächstgelegenen Lücke. Und das mache ich jetzt, bis die zweite Runde fertig ist und jedes Paar Haare ein zweites Paar Haare hinter sich hat. Jetzt habe ich die Runde halb fertig, sodass ich dir zeigen kann, wie es aussieht. Und zwar, also ich steche hier gleich hinter das erste Paar Haare durch und befestige ein zweites Paar Haare genau hinter dem existierenden Paar Haare. Meine zwei runden Haare sind jetzt befestigt und für mich bedeutet das, dass ich jetzt erstmal fertig bin, weil ich die Haare zum Schluss zum Pferdeschwanz binde. Die würden sonst wieder ganz unordentlich werden, wenn ich die Puppe zu Ende häkel und den Kopf immer hin und her bewege. Also wie du siehst, habe ich jetzt auf jeden Fall genug Haare, um ihr einen schönen vollen Pferdeschwanz zu machen. Wenn deine Fee aber lieber eine andere Frisur haben soll, wie zum Beispiel Falbala, meine andere Fee, die hat ihre Haare halb hoch und halb offen, dann könntest du jetzt vier weitere Reihen Haare befestigen, hier am Nacken, vier Reihen hoch. In der Beschreibung findest du den Link zu meinem Häkelmuster und wenn du da draufklickst, kannst du dir anschauen, wie Falbala, die andere Fee, aussieht. Und hier kommt Farina mit ihrer fertigen Frisur. Sie braucht natürlich noch ihre Flügel und ihren kleinen Blätterrock, aber ich wollte dir schon mal zeigen, wie ihre fertigen Haare jetzt aussehen. Jetzt bin ich aber super gespannt, wie deine Häkelpuppe aussieht. Du kannst mich auf Facebook oder Instagram mit @stellasyarnuniverse taggen, damit ich sie mir anschauen kann. Ich hoffe, diese kleine Häkellektion war hilfreich für dich. Falls sie dir gefallen hat, gib mir gerne einen Thumbs up und abonniere meinen Channel, damit du keine neuen Häkelvideos verpasst. Vielen lieben Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast. Happy Creating!